Konnichiwa, meine Lieben, mit Attacker 17 Knesen. Herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Und heute spreche ich mal nicht zu euch als Abdul von Otaku for Life, sondern als Abdul vom Team Junetsu. Denn ich darf euch nun mit voller Freude verkünden, dass wir vom Team Junetsu für den Juli ein richtig geiles Projekt geplant haben, nämlich den Old but the Gold Month. Und es ist wirklich genau das, was der Titel halt sagt. Es soll nämlich im ganzen Juli über um Klassiker und alte Titel gehen, die teilweise in Vergessenheit geraten sind oder über die man einfach nochmal schnacken kann. Ihr habt ja bestimmt alle mal von dem Spruch, früher war alles besser, gehört. Und auch wenn das nicht wirklich auf alles zutrifft, trifft es auf den Anime- und Manga-Bereich schon ziemlich deutlich zu. Denn früher gab es einfach so viele geile Titel, die einfach komplett in Vergessenheit geraten sind oder über die niemand heutzutage wirklich richtig redet. Und aus diesem Grund haben wir uns den Old but Gold Month ausgedacht. Wir werden nämlich den ganzen Juli über Beiträge, Posts, Blog-Einträge, YouTube-Videos und so weiter und so fort machen, wo es eben um Klassiker und alte Titel geht. Aber nicht nur wir vom Team Junetsu werden das machen, sondern ihr könnt natürlich auch damit machen. Sei es nun eine Review, ein Vorstellungsvideo, irgendwas, lasst einfach eure Kreativität freien Lauf. Hauptsache, es geht in euren Beiträgen um Klassiker und alte Titel. Wichtig dabei ist jedoch, ihr müsst folgende Regel beachten. Zum einen, die Titel müssen vor 2010 erschienen sein. Das gilt sowohl für den japanischen Veröffentlichungstermin als auch für den deutschen. Also, heißt also, ihr könnt immer noch JoJo vorstellen, weil das Teil ist ja schließlich 1980 oder so erschienen. Also wird der natürlich auch als Klassiker gelten. Und ganz wichtig, ihr müsst auch in euren Beiträgen den Hashtag AllButGoldMonth setzen und ihr müsst entweder Selector, den Instagram-Account von Junetsu oder eben mich halt darin markieren, damit wir die Beiträge eben auch sehen können. Und ich kann euch schon mal die Vorfreude wegnehmen, denn ich werde morgen schon ein Video zum Old but Gold Month hochladen. Ich werde jetzt nicht so viel verraten, aber ihr könnt euch auf jeden Fall gespannt sein, denn ich werde ziemlich krass in Vergessenheit geratene Titel vorstellen. So, und das war glaube ich auch schon alles, was ich zum Old but Gold Month hätte sagen können. Jetzt kann ich nur noch halt sagen, wir vom Team Junetsu freuen uns riesig auf eure kommenden Beiträge. Vergesst nicht, uns auch noch zu verlinken oder zu markieren, damit wir das sehen können. Ja, und ansonsten würde ich halt sagen, sehen wir uns im nächsten Video morgen wieder. Und bis dahin, Sayonara!